Hallo und herzlich willkommen bei Testlabor. Schön, dass ihr wieder dabei seid und mit uns heute gemeinsam die 5 besten Gaming-Mäuse auf dem Markt anschaut. Weitere Infos oder Preise findet ihr zu diesen Produkten in der Videobeschreibung. Und los geht's! Fangen wir an mit der Sharkoon Darkonia 2 Gaming-Maus für 38,99 €. Mit ihrer Drachenschuppenoberfläche orientiert sich das Design der Darkonia 2 dicht an der Urtümlichkeit ihres Vorgängers. Ebenfalls ist auch eine Version mit schwarzem Schuppenkleid erhältlich. Ausgestattet mit einem leistungsstarken Sensor, 12 programmierbaren Tasten und einem einzigartigen Design kann die entscheidende Schlacht beginnen. Die gewünschte DPI-Zahl lässt sich in 6 anpassbaren Schritten durchschalten und die weiße Beleuchtung gibt dabei an, welche Stufe aktuell gewählt wurde. Zusätzliche Präzision und Wendigkeit wird mit Hilfe eines integriert gelagerten Weight-Tuning-Systems erreicht. Durch die herausnehmbaren Gewichte lässt sich deine Gaming-Maus optimal tarieren. Durch die beleuchteten Daumentasten und das Draconia-Wappen erhält der Drache zusätzlich eine schwelende Glut in 16 Millionen Farben. Eine breite Palette an Manövern stehen dem Drachen durch insgesamt 12 programmierbare Tasten zur Verfügung. Die Gaming-Software lassen sie auf Einstellungen und Beleuchtungen bis hin zu vielfältigen Makros und strategischen Optionen zugreifen. Unterm Strich bekommen sie hier eine günstige Gaming-Maus mit allem, was das Gamerherz begehrt. Als nächstes kommen wir zu Cooler Master MM710. Eine Gaming-Maus mit ultraleichtem Gehäuse und flexiblem Paracord-Kabel mit einem Gewicht von nur 53 Gramm gehört sie mit zu den leichtesten Gaming-Mäusen auf dem Markt. Die Cooler Master ist mit einem Preis von 50 € eine super Wahl. Das perforierte Gehäuse ist so konstruiert, dass es äußerst robust und leicht zur gleichen Zeit ist. Das bedeutet, sie können lange spielen, ohne Ermüdungsgefühle zu bekommen. Perfekt für eine Entlastung ihres Handgelenkes. Optimiert für Rechtshändler mit 2 Tasten an der Seite für zusätzlichen Komfort. Das einzigartige Wabendesign und das implementierte ultraleichte Kabel haben das Gewicht auf nur 53 Gramm reduziert. Dieses Ergebnis bringt schnelle Bewegung, lange Gaming-Season mit nur minimaler Ermüdung und wenig Handgelenkschmerz. Das Preis-Leistungs-Verhältnis bei dieser Maus lässt sich sehen. Als nächstes kommen wir zu Logitech G502 Hero, eine High-Performance-Gaming-Maus. Mit 11 programmierbaren Tasten, Gewichtstuning, benutzerdefinierten Spielmodis bekommen Sie hier für 51 €. Einen der besten Gaming-Mäuse auf dem Markt. Die Logitech überzeugt nicht nur mit ihrem Design, sondern auch mit ihrer individuell einstellbaren Beleuchtung, um sie perfekt in dein Gaming-Setup aufzunehmen. Die 5 Gewichte sorgen für eine personalisierte Konfiguration von Gewicht und Balance. Ein Spannungssystem mit Federn und Drehgelenken aus Metall ist in der linken und rechten Maustaste integriert und sorgt für ein promptes und klares Klickgefühl mit sofortiger Rückmeldung an den PC. Machen wir weiter mit der Rodcat Kane 120 AMO mit Titan-Click-Technologie. Für 59,99 € bekommen wir hier eine High-Performance-Gaming-Maus von der Firma Rodcat. Die Kane stellt den Höhepunkt des anspruchsvollen Optimierungsprozesses einer Gaming-Maus dar. Auf der Suche nach Perfektion wurde jedes Detail analysiert und verfeinert. Mit der Kane kannst du jetzt komfortabler und konsequenter spielen als je zuvor. Ein Meisterwerk im wahrsten Sinne des Wortes. Kommen wir als letztes zu der teuersten Gaming-Maus, der Razer Ballistic Ultimate. Für 179 €. Eine kabellose Gaming-Maus mit 11 programmierbaren Tasten. Die ultraschnelle kabellose Razer Hyperspeed-Technologie sorgt laut Hersteller sogar für eine schnellere Verbindung statt kabelgebundene Gaming-Mäuse. Die 11 programmierbaren Tasten sorgen für mehr Kontrolle und über den optischen Mausswitch von Razer für Lichtgeschwindigkeit per Tastendruck. Die schnellste kabellose Gaming-Maus aller Zeiten dank einem optischen Sensor mit 20.000 dpi und einem Mausswitch, der jeden Klick mit Lichtgeschwindigkeit ausführt. Eine bessere Performance als bei jeder anderen kabellosen Technologie, denn die niedrigen Latenzen sorgen für eine blitzschnelle Datenübertragung. Wischbewegungen und Klicks werden augenblicklich registriert. Diese Technologie ist zudem äußerst flexibel und kann übergangslos die Frequenzen wechseln,
Ein großer Minuspunkt ist, man muss sich bei Razer ein Konto erstellen, um die Software konfigurieren zu können, sonst lassen sich keine Einstellungen vornehmen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like und ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Bis dahin, viel Spaß noch!